Alltag in Deutschland. Alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. Auf den Straßen, in den Büros, in den Wohnungen und Häusern der deutschen Bürger. Doch die Idylle trügt. Was die wenigsten wissen, alle 2 Minuten hat in Deutschland jemand Aua am Finger. Aua. Auch Antiquitätenhändler Jens Leitmeier wurde von seinem Aua am Finger völlig überrascht. Du rechnest nicht damit. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es ausgerechnet dich treffen soll. Und wenn es dann doch passiert, dann willst du es gar nicht wahrhaben. Deswegen bin ich heilfroh, dass es die Leute von Aua am Finger gibt. Ja, hallo, bin ich da bei Aua am Finger? Ja, ich habe ganz schlimm Aua am Finger. Ja, das tut richtig doll weh. Jens Leitmeier hat großes Glück. Er kennt die Notrufnummer der Hilfsorganisation Aua am Finger e.V. und bittet um Hilfe. Ja, bitte kommen Sie ganz schnell. Keine 6 Stunden später fährt Margot Kneißl mit dem Aua am Fingermobil auf den Hof von Jens Leitmeier. Vor genau 20 Jahren hat sie den Aua am Finger e.V. als One-Woman-Unternehmen gegründet und auch heute noch ist sie ihre einzige Mitarbeiterin. Egal wo auf der Welt sich jemand ein Aua am Finger zugezogen hat, Margot Kneißl hilft. Ein Vollzeitjob, der viel Kraft kostet. Liebevoll kümmert sich Margot Kneißl um die Hilfsbedürftigen und hat auch immer ein tröstendes Wort für sie. Das ist gleich viel besser. Ja, dafür bin ich ja da, Herr Leitmeier. Das ist ein wunderbarer Service, vielen Dank. Ja, ich bin im Grund rund um die Uhr unterwegs. Also auch am Feiertag und am Wochenende. Bei Aua am Finger, da haben wir im Grunde gar keinen Feierabend. Aber wenn man da sieht, wie so Leute wie der Herr Leitmeier zum Beispiel glücklich sind und dankbar, wenn man sich um ihr Aua kümmert, dann ist das das größte Geschenk überhaupt. Aua am Finger e.V. Ja, können Sie Ihr Aua beschreiben, bitte? Ist eine Haltung. Und schon wartet der nächste Auftrag. Ein 50 Jahre alter Bankmanager hat sich den Finger an einer Trüffelreibe geratscht. Margot Kneißl muss so schnell es irgend geht ins 30 Kilometer entfernte Bimbach fahren. Haltet Sie Ihr Aua schön kühl. Ich bin in 9 Stunden bei Ihnen. Gut. So machen wir es. Komm, ja. Ohne Margot Kneißls grenzenlosen Idealismus würde es Aua am Finger e.V. schon lange nicht mehr geben. Trotzdem braucht sie dringend finanzielle Unterstützung. Die vielen Bärchenpflaster kosten viel Geld, das Aua-Mobil muss gewartet werden und auch die Präventivkurse, die Margot Kneißl jeden Dienstag und Donnerstag ehrenamtlich bundesweit anbietet, kosten Unsummen. Wenn jetzt das Ei eine ganz besonders dünne Schale hat und die Schale beim Pieksen bricht, dann hängen wir ruckzuck was? Aua am Finger! Ganz genau. Und deswegen unbedingt Handschuhe tragen. Das könnt ihr ruhig aufschreiben. Margot Kneißl hat anstrengende Wochen vor sich. Gerade in der Weihnachtszeit, wenn wieder viele Betriebsfeiern anstehen, steigt die Aua am Fingerquote rapide. Und auch Prominente bleiben nicht verschont, wie Margot Kneißl zu berichten weiß. Ja, letzten Dienstag zum Beispiel, da hätte ich einen Anruf gekriegt aus Bad Tölz, nachts um 4. Da hatte sich der Schauspieler Ottfried Fischer seinen Zeigefinger in den Reißverschlüssen mehrerer junger Prostituierter eingeklemmt und sich ein ganz schlimmes Aua zugezogen. Ich hätte ja schon viel gesehen in 20 Jahren, aber das war erschütternd. Seien Sie froh, dass es immer noch Menschen wie Margot Kneißl gibt. Deswegen unterstützen auch Sie unsere diesjährige Aktion Aua am Finger. Dankeschön. Es ist die reine Pest, Verwandte überall. Da kommt's bestimmt zum großen Knall und wegen CO2. Es liegt im Schnee vorbei, doch nach 5 Jägermeistern ist es einerlei.